Ich grüße euch. Heute kein Spielevideo. Heute ist ja der 24. Weihnachten und heute kommt ein Wichtelvideo. Und zwar haben wir YouTuber uns etwas zusammengeschlossen. Diese Aktion gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Ich bin dieses Mal zum ersten Mal dabei und wir haben uns gegenseitig Wichtelgeschenke geschickt. Und ich bin schon ganz gespannt, was hier auf jeden Fall drin ist. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall an den Bernie vielen, vielen Dank ausrichten für die Organisation der ganzen Sache. Sowas ist immer ein undankbarer Job, ich weiß, aber hast du spitze gemacht, danke für die Organisation. Und falls ihr die anderen Kanäle alle sehen wollt, unten ist eine Playlist zusammengestellt, die habe ich euch natürlich verlinkt, also schaut mal auch bei den anderen vorbei, was die bekommen haben. Ja, als Regeln haben wir eigentlich keine großen aufgestellt, und zwar, dass es ja 15 Euro ungefähr sein sollte, zumindest nicht überschritten werden sollte. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Ich kann mir, glaube ich, schon denken, wer mein Wichtelgeber ist. Ich habe es auf jeden Fall an wen anderes geschickt, aber von wem ich dieses Wichtelpaket bekommen habe, ein paar subtile Hinweise gibt es da schon. Aber den werde ich natürlich nicht verraten, wer jetzt nicht eins und eins zusammenzählen kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt schon. Vielen, vielen Dank, ne, für das schöne Wichtelpaket. Ich habe schon die ganze Zeit auf der Arbeit immer schön geschüttelt und gerüttelt, was da wohl drin ist, und ich war die ganze Zeit neugierig, aber es wird natürlich jetzt live vor der Kamera aufgemacht, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, spanne ich mich und euch gar nicht länger auf die Folter, oder? Fangen wir mal an. Erstmal natürlich das Ganze aufmachen. Ist natürlich schön verklebt. Wie gesagt, heute gibt es nur das Video und kein Spielevideo. Normalerweise erscheinen die ja um 17 Uhr. Und ich denke mal, die meisten von euch werden da nicht vor einem Computer oder YouTube sitzen, sondern Besseres zu tun haben. Daher gibt es das Video heute. Aber ansonsten kommen natürlich ganz normal montags und donnerstags die ganz normalen Videos. Ne? Ich habe schon, hier oben haben wir auch noch ein bisschen Kleber. Ist natürlich immer sehr raffiniert, sowas aufzumachen. Und ich bin so gespannt. Schauen wir mal. Eieieiei. Ich sehe schon. Viel Verpackungsmaterial natürlich. Ja, hat er mir natürlich. Ja. Also meine Vermutung, wer mein Wichtelgeber ist, habe ich schon richtig gelegen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für dich. Den Brief, der ist natürlich nur für mich. Zeige ich euch nicht. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Da habe ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen. Der hat die Geschenke alle eingepackt. Das habe ich jetzt nämlich nicht gemacht. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ich bin nämlich für sowas total untalentiert. Erstmal ein Pin. Natürlich von Groot. Der ist natürlich relativ klein. Den werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Groot, ne? Seine Band. Wisst ihr Bescheid, bin ich meine. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da sind so viele Sachen drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn wir hier schon so anfangen, ne? 15 Euro haben wir doch gesagt. 3 Gameboy-Spiele. Wie geil. Und zwar Snoopy's Magic Show. Sehr cool. Beim Schneiden werde ich euch unten jetzt noch gleich noch ein bisschen Gameplay einblenden. Nicht wundern. Ja, sehr geil. Das habe ich sogar noch gar nicht. Das Dschungelbuch. Sehr cool. Und Roger Rabbit. Ja, geil. Also fehlt mir sogar noch. Also Dschungelbuch habe ich. Das kommt dann mal so in die Tauschkiste, sage ich mal. Oder in die Verloskiste. Aber ja, also 15 Euro. 15 Euro, Junge. Und dann ist ja noch so viel mehr drin. Alter. Übertreibt mal nicht. Mal gucken, was hier drin ist. Ich bin immer ein König beim Geschenke auspacken, sage ich euch. Was haben wir hier? Katzenspielzeug, wie geil. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass hier, ne, Butterberg und sowas, die werden sich da auf jeden Fall tierisch freuen, ey. Wunderbar, super Geschichte. Kann ich gut gebrauchen.
Vor allen Dingen habe ich jetzt erst so ein ähnliches Ding, weil das ist mit Katzenminze. Jeder, der Katzen hat, der weiß, die stehen voll auf Katzenminze. Und so ein Säckchen habe ich jetzt letztens schon gekauft und da gehen die voll drauf ab. Da werden die wirklich Spaß dran haben. Ey. Also fang jetzt mal so ein bisschen mit den kleinen anziehen. Okay, das mache ich dann zum Schluss, wo ich denn das auch wirklich anziehe. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir ein bisschen mehr Verpackung. Haben wir noch einen Pin, ne, vom Krut. Die Kenner wissen es mittlerweile, wer mein Michel-Partner ist, würde ich sagen. Was ist hier drin? Boah, da hast du aber echt gut was reingepackt, ey. Junge, Junge, Junge. Was haben wir hier? Oh, sehr geil. Untersetzer im 8-Bit-Mario-Stil. Ja, geil. Sehr cool. So was kann man immer gebrauchen. Hier, ne? So mit den richtigen 8-Bit-Mario und sowas. Ja, Hammer. Sehr geil. 20 verschiedene Motive. Ne? Mario ist dabei natürlich, die Fragezeichenblöcke und so weiter. Boah, so was kann man immer gebrauchen, ey. Hammer. Geil. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eins. Gucken, was hier drin ist. Noch mehr Katzenspielzeug. Ja, saugeil. Ah, die sind... Ja, hört ihr das, ne? Das sind so Kugeln, die rascheln. Sowas mögen die auch. So, und die scheinen sich auch sehr leicht zu bewegen. Da gehen die voll drauf ab, ey. Saugeil. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Die Katzen werden sich auf jeden Fall freuen und hoffentlich nicht mehr irgendwelche Lichter umwerfen oder ähnliches. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich hoffe, ich blende es gleich mal ein, hier die Katzen mit dem Spielzeug kriegen wir hin. Jetzt bin ich ja mal gespannt mit Anziehen. Ein bisschen Angst habe ich, ja? Wie geil ist das denn? Ja, dann würde ich sagen, dann muss die olle Weihnachtsmannmütze mal weg. Ja, geil. Das passt ja wirklich, ne? Ich sehe mich gerade in der Kamera selber. Hammergeil. Pure Ekstase, pure Freude, ey. Ey, lieber Weidemann, wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich wissen, wer es jetzt war. Hammerpaket. Ich bin begeistert. Tierisch. Ich bin gerade sprachlos. Hammer. Vor allem das auch mit den Katzenspielzeugen, dass du jetzt gemerkt hast und so weiter. Ey, voll geil. Vielen, vielen Dank, ey. Oh, ich bin gerade fertig. Die Mütze ist echt geil. Ich glaube, die ziehe ich öfter auf, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Soll ich die öfter mal aufziehen oder nicht? Ey, wie gesagt, vielen Dank, lieber Weidemann, für das Paket. Hammer, 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 Hammer. Ich freu mich gerade einen Ast ab, vor allem auch die ganze Mühe, die du dir gemacht hast. Sehr, sehr geil. Ja, das war das Wichtel-Paket, würde ich sagen. Ich bin gerade voll durcheinander. Okay. Freue mich so, super. Also vielen, vielen Dank für das Wichtel-Paket. Ich freue mich wirklich tierisch darüber. Und auch euch an alle anderen, wenn ihr die anderen Videos noch nicht geschaut habt, wie gesagt, guckt auf die Playlist, guckt euch die Videos an. Ich hoffe, die anderen Leute haben auch so viele schöne Pakete und auch mein Wichtel-Partner freut sich genauso sehr über das Paket, wie ich mich hier. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, egal wie ihr die Zeit verbringt, ob ihr feiert oder mit wem ihr feiert. Habt viel Spaß, genießt die freien Tage und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und jetzt dranbleiben für die Katzenvideos. Tschüss.